Christoph Gillis, Pressesprecher Polizei Köln. Wir befinden uns hier in Sieburg im Nahbereich des Schulzentrums Alexander von Humboldt Realschule, Zeitstraße. Gegen 20 nach 10 wollen Zeugen hier eine Person gesehen haben, die im Nahbereich der Schule mit einer sogenannten Langwaffe in die Luft geschossen haben soll. Diese Person ist seitdem flüchtig und wurde die Einsatzleitung zuständigkeitshalber übertragen. Wir haben schnellstmöglich Spezialkräfte und Kräfte der Bereitschaftspolizei als Verstärkung auch der örtlichen Polizei Sieburg entsandt. Durchsuchen derzeit die Schule. Die Schüler selbst befinden sich noch im Gebäude unter Betreuung der Lehrkörper. Wir sind sehr stark vor Ort präsent. Im weiteren Umfeld laufen Fahndungsmaßnahmen auch unter Hinzuziehung von Hubschraubern. Sie haben ja schon was gefunden auf dem Schulgelände. Können Sie dazu was sagen? Wir haben dort Feuerwerkskörper sichergestellt sowie Munition. Alles Weitere müssen die Ermittlungen ergeben. Okay. Also ich bin der Ali, ich komme von der Schule hier vorne, Neuenhof, Realschule. Ja, und wir hatten einen Unterricht gehabt. Dann kommen wir mit. Die Schulleiterin persönlich kommt zu uns. Alle raus nach Hause, dies, das und so. Und sagt, nie, das war Eskalation. Die macht die auf, Lehrerin, die ist das ausgerutscht, Lehrerin. Die sind alle raus gerannt, ganz Schule waren da. Polizei, Helikopter hier über, Helikopter. Alle gekommen. Geil, der Dorf. Super. Ich heiße Leo. Ich wollte meine Tochter von der Schule abholen, beziehungsweise mein Ex-Mann hat mich angerufen, hat gemeint, da ist ein Attentat geplant und sonstiges. Natürlich habe ich Angst bekommen, denn ich wohne in St. Augustin. Ich bin sofort mit meinem Partner hergefahren und wo wir dann beim Kaufland langfuhren, da war ein Polizist mit einem riesigen Gewehr, da musste ich weinen. Und jetzt, man kommt nicht an die Schule ran. Ich habe Angst um mein Kind. Auch wenn gesagt wird, wenn man immer mehr und mehr Polizei sieht und dann da 10 Wagen, und dann stehst du dann ganz plötzlich, kommt dann eine ganze Armee von der GSG 9 lang, mit den ganzen Kutten und sonstiges. Da geht das jetzt natürlich einen Halt und noch weiter runter. Ich habe Angst. Ich hoffe, es wird schnell geregelt, jemand gefunden. Vor ein paar Wochen habe ich, vor 5 Wochen, gefühlte 5, habe meine Tochter zur Schule gebracht und da war ein 7-Klässler. Und er hat seinem Kumpel gesagt, ah ja, ich habe Messer dabei, ich werde sie alle platt machen. Und es hat natürlich direkt an die Schulleitung gegeben gehabt. Und ich dachte, dann wäre es geregelt und ja. Ich weiß nicht, vielleicht hat es mit diesem Jungen zu tun, vielleicht, ich weiß es nicht. Ich hoffe, es wird alles gut gehen. In welcher Klasse? Tochter. In der 5. Gerade in die Schule neu gekommen und man hat ja so gehört, ich erst hinterher, dass es so eine asoziale Schule ist, mit vielen komischen Vorfällen schon über die Jahre, keine Ahnung. Ja, das ist für mich die Bestätigung jetzt. Hatten Sie jetzt schon Kontakt zu Ihrer Tochter heute während dem Einsatz? Oder? Nein, sie hat nur gerade geschrieben, Mama, bist du da? Wir haben die Kräfte von der Alexander von Humboldt Realschule zwischenzeitlich wieder abgezogen. Die Durchsuchung hat ergeben, dass sich innerhalb der Gebäude keine weiteren verdächtigen Personen oder Gegenstände befinden, von denen dort eine Gefahr ausgegangen wäre oder die im Sachzusammenhang mit den Beobachtungen der Zeugen stehen würden. Vor Ort haben wir Reste von abgebrannten Feuerwerkskörpern sichergestellt. Keine Langwaffe. Wir sind im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen auf 2 Personen gestoßen, die der Täterbeschreibung entsprechen. Wir haben diese Personen gestellt und befinden sich derzeit in ihrer Vernehmung. Die Ermittlungen dahingehend laufen. Diese Tatverdächtigen werden derzeit vernommen. Das Ergebnis der Vernehmung und auch des weiteren Spurenbefundes bleibt noch abzuwarten. Es gab parallel, gibt es noch einen Einsatz der Sieburger Bahnhof? Was können Sie dazu sagen? Wir haben während der laufenden Lage Kenntnis erhalten von einem verdächtigen Mann, der auf dem Parkplatz des Berufskollegs an der Hochstraße einen roten Rucksack unter einem PKW geworfen haben soll. Auch dort müssen wir von einer Gefahrenlage ausgehen. Wir haben infolgedessen auch hier starke Kräfte verlastet, Spezialisten, sprich Entschärfer vom Landeskriminalamt, hinzubeordert.
die derzeit dabei sind, diesen verdächtigen Gegenstand zu untersuchen. Ja, gibt es da vielleicht einen Zusammenhang zu dem Einsatz an der Schule? Ob inwieweit sich hier ein Sachzusammenhang ergibt, das ist derzeit auch noch unklar. Wir klären das.